Wir holen unseren nächsten Gast rein. Ihr könnt schon mal anfangen zu spielen. Ich nehme mein Mikro. Ich freue mich so auf unseren nächsten Gast. Ich saß immer gern in der Konditorei. Oh, oh yeah. Doch irgendwann war es dann damit vorbei. Oh, oh yeah. Sie fing an zu schreiben, das war wohl vonnöten. Überwallungen, Männer und alle Diäten. Wir sehen sie im Fernsehen und sie schreibt auch Romane. Leute, jetzt kommt Susanne. Begrüßt mit mir Susanne Fröhlich. Leute, jetzt kommt Susanne. Leute, jetzt kommt Susanne. Susanne Fröhlich. Juhu. Ja, danke so. Weil die einfach so kraus aus meinem Kopf wachsen. Aber und bei ich mir auch, aber nach einer Stunde hängen die wie so. Ja? Ja, ich mag es gar nicht sagen. Aber ich glaube, meine hängen auch bald. Wir müssen uns eilen. Machst du da irgendwas rein, dass die so... Ein Produkt, meinst du? Ein Produkt? Ein bisschen Produkt? Nein, ich mache eigentlich kein Produkt. Ich mache meistens Wasser. Ach, und dann knete ich das so. Wieder hoch. Ja. Aber weil ja der innere... Und im Auto mache ich so ein bisschen das Gebläse an. Ja? Wenn ich wasche die und dann setze ich mich ins Auto, mache ein bisschen Gebläse und mache immer zwischeneinander Ampel so. Wirklich? Ja. Ich probiere es mal aus. Ich fahre zu wenig Auto, das sage ich ja. Ich muss auch da mal Auto fahren. Du musst mehr Auto fahren. Kennt ihr euch eigentlich? Ja, ja, wir kennen uns. Wir sind ja aus einer Großfamilie. Alle Erklärbär auch unterwegs. Genau. Ein bisschen. Ja. Oder? Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Ja. Was trinkst du? Das merkt man bei dir auch immer. Vor allem heute. Heute ist ja wohl wirklich, wir haben ja wohl bahnbrechende Sachen heute wirklich rausgekriegt. Hast du schon die schwarzen Löcher gesehen? Natürlich. Darf ich das rübergeben? Natürlich. Und dahin, da kommt der neue Dings für Susanne. Ja. Hast du schon mal einen Luxemburger kennengelernt? Guck mal, ist das lustig. Wir haben wirklich, guck mal. Wie mit unseren Blusen. Warum? Weil wir sagen, über 50 muss man Nebenkriegsschock. Ein bisschen was Florales. Florales. Das lenkt dann vom Hauptding ab. Lebendiges. Du, ich habe Betsy gesehen, die ja so wunderschön ist und dachte kurz, Gott, wenn ich diese Klamotte tragen müsste. Wie das aussehen würde. Ja. Ich sag nur so, hier. Ja. Aber so, wenn du meine Shanties anguckst, du bist ja Single, ich weiß schon. Ich habe vorhin schon mal einen Blick geworfen. Ja. Hast du so ein bisschen geguckt? Ja. Ist da ein Shanty dabei, wo du direkt sagen würdest, mein Beuteschema? Also wir haben einen Shanty, einen besonderen Shanty, der extrem gut immer ankommt bei den Frauen. Ja. Kannst du es direkt sagen? Ich könnte sagen, welcher es ist, aber das wäre nicht meiner. Ach so, wirklich? Ja, weil ich habe ja so ein... Meine Freundinnen sagen, ich hätte ein bisschen seltsamen Geschmack. Oh. Ja. Ich hab auch gerne die keine Haare mehr haben. Ja, aber schlau. Das finde ich irgendwie sexy. Ja, schlau. Schlau ist wahnsinnig sexy. Ja, es ist leider so. Ja. Guck mal, sag ich ja. Ja. Mann, Ringe. Ja. Weil, ich meine, weißt du, ein schöner Hintern ist auch toll. Ja. Aber es ist ja letztlich nicht abendfüllend. Und dann sitzt er ja auch immer drauf. Also man hat ja dann nicht wirklich was von. Nein, und er kann auch so ein Hintern, spricht ja auch, sagt ja auch keine schönen Sachen, klugen Sachen. Nein. Und wir haben ja noch nie einen klugen Furz gehört. Ja. Susanne, wir müssen ein bisschen über dieses ganze Diätkramsige reden. Und ich bin sehr froh, dass wir junge Mädchen heute dabei haben. Weil ich gerne fragen möchte, vielleicht hast du eine Antwort darauf. Oder vielleicht auch du, Ranga. Wann ist eigentlich in unserer Gesellschaft das Dünnsein oder überhaupt das Gewicht so ein Riesenthema geworden? Ich glaube überhaupt nicht, dass es die Männer sind. Denen ist es relativ wumpert. Die Männer sehen das groß und ganz und sagen, gefällt mir oder nicht. Die sagen ja nicht, die hat hinten Rückenspeck. Nee, die kommt nicht in Frage. Da hängt sowas. Tut mir leid, das finde ich ekelhaft. Oh mein Gott. Oh nee, ich glaube, die Oberschenkel berühren sich, die will ich nicht. Aber das hast du ja mittlerweile auch dadurch, dass so viele Frauen neue Brüste haben. Du siehst überall diese Brüste, die hier schon quasi rauskommen. Und du denkst, was machen meine denn da unten? Ja, oh Gott. Was machen meine denn da? Ja. So, also deine Wahrnehmung ändert sich und du denkst, das ist normal. Aber es ist nicht normal. Mhm. Aber das Gute ist ja, es wird ja immer propagiert, alle sind schlank, alle sind so. So, die Masse hat ja nicht Größe 34, 36. Der Durchschnitt der Frauen hat 42, 44.
Und mit einem leichten Übergewicht hat man die höchste Lebenserwartung. Das finde ich ja auch so spannend, dass man wirklich dieser toll. Ganze BMI, also dieser Body Mass Index, den ich extra, weil du kamst und darüber geschrieben hast, bei mir gemessen habe. Und es soll zwischen, das Ideal, nicht übergewichtig, soll sein zwischen 20 und 25. Und meins ist 27. Nie und im dann, Leben. Und doch. Und dann habe ich gesagt, ach du Schande. Und dann habe ich aber gelesen, wie du da weitergeschrieben hast, dass die mit 27 eine viel höhere Lebenserwartung haben. Wir werden noch sitzen, wenn die Dünnen alle längst schon. Dann sind wir noch tut da. Mir leid. Ja, gut. Oh mein Gott. Ist es so, dass du in deinem Leben für deinen Gewichtsverlust, wir könnten das jetzt alles nochmal aufarbeiten, aber den ganzen Moppel, ich möchte ich nicht mehr aufarbeiten mit dir. Aber dein Gewichtsverlust, den du über die Jahre immer hattest, hat dir den meisten Lob eingebracht. Ist das nicht auch manchmal zum Weinen, dass man sagt, absolut, ich werde am meisten gelobt dafür, dass ich nicht gefressen habe? Ist das nicht ätzend eigentlich? Aber das Verrückte ist ja, das finde ich auch manchmal wirklich fast ein bisschen traurig, du kriegst Frauen immer über ihr Aussehen. Du kannst als Frau sagen, ja, da habe ich den Nobelpreis und übrigens bin ich promoviert, habilitiert, habe noch das gemacht und bin ein so guter Mensch. Und so, dann sagt jemand, aber einen ganz schön fetten Arsch. So. Ich drehe es nochmal um. Du sitzt mit 10 Leuten und gehst essen, irgendwo beim Italiener. Und alle erzählen dir, was sie gerade für einen Preis oder was sie gerade für einen IQ-Test gemacht haben. Oder irgendwie so Sachen, ganz tolle Sachen. Ich habe gerade eine Platinplatte bekommen. Aha, aha. Und einer sagt, ich habe gerade 12 Kilo abgenommen. Totenstille am Tisch und das ist das Thema. Ja. Also der die 12 Kilo abgenommen hat, ist der König und du kannst gerade einen Nobelpreis für Gravitationswellen bekommen haben oder für das Entdecken dieser Wellen. Und das ist wirklich ganz kurz davor. Und keiner hält den Mund, aber wenn einer sagt, ich habe gerade 12 Kilo abgenommen, ja, aber es ist ganz wie hast du das gemacht? Ja, es ist so. Ja, aber damit, man muss sagen, mit diesen ganzen Beauty-Themen, also mit diesen Challenges, mit Wimpern-Dauerwelle, was man alles so machen kann heute. Man kann sich den ganzen Tag mit diesem Körper beschäftigen. Man fängt unten an, macht die Nägel und so, enthaart sich und bis man oben ist, kann man unten schon wieder anfangen. Eine Wimpern-Dauerwelle ist wirklich lustig. Das ist doch verrückt. Es gibt's. So, und damit hält man Frauen ja auch schön beschäftigt, weil die arbeiten sich an diesem Kram ab. In der Zeit könnte man selber Kroatisch lernen, könnte herrlich Klavier spielen. Ja, du musst ja, es wird ja alles immer mehr. Das kostet doch auch total viel. Ja, ich finde auch da, das ist wie mit dem Gewicht, eine Mischkalkulation ist das Beste. Im Winter kann man sich ein bisschen entspannen. Ja. Machen wir doch alle, oder? Also natürlich. Ich meine, alle Frauen, die ehrlich sind. Natürlich. Man, so. Man packt ja wirklich im Frühjahr aus und sagt, okay, wo sind wir? Wo befinden wir uns? Das ist wie Inspektion beim Auto. Dann sagt man, ja. Was müssen wir hier machen? Okay. Meine kleine Pediküre. Geht nochmal. Oh, das war letztes Jahr aber noch nicht da. Das war letzten Sommer noch nicht da. Ja. So ist es halt, ja. Ja, und deswegen eine Mischkalkulation entspannt ein bisschen. Man kann nicht den ganzen Tag überlegen. Mischkalkulation nehme ich jetzt mit in meinen das ist, Spaß. Ich finde, das entspannt einem Leben. Ich bin ja total auf deiner Seite. Du könntest ja auch meine Schwester sein. Ja, deine große Schwester. Ja, genau. Ja. Das ist mein Gefühl immer, wenn ich deine Bücher lese und ich habe die alle. Oh, ja, wirklich. Das ist süß. Weil die auch, ich spendiere dir eine Wimpern-Dauerwelle. Weißt du, warum die so toll sind? Weil sie sind jetzt nicht auf Überhumor ausgerichtet. Also es ist kein Comedy-Buch, sondern es spricht einem alles aus der Seele. Und manchmal kriege ich Antworten raus, wo ich denke, wie soll ich weiter altern, ohne dass ich darüber Bescheid weiß. Du kannst mich immer anrufen. Wir lassen die Menopause mal weg heute. Weil da gibt's natürlich das ist ja das unsexyste Thema der Welt. Deswegen habe ich gedacht, wir sehen viel zu gut aus, um jetzt über Menopause zu sprechen. Das finde ich auch. Du warst ja 21 Jahre lang verheiratet. Nein. 21 Jahre lang gebunden. Genau. Aber in einer festen Beziehung mit demselben Mann zusammen. Mhm. Und das ist Gerd Skobel, den man ja auch aus dem Fernsehen kennt. Genau. Du musstest aber ja richtig ran dann danach, dann nochmal. Also ran im Sinne von, dass du sagst, nee, ran im Sinne von, dass du wirklich sagst, so, jetzt stehe ich hier, ich bin jetzt Single, ich bin um die 50. Genau. Irgendwann berappelt man sich ja und sagt, so, dann schaue ich mal, was da draußen sonst noch so unterwegs ist. Und dann bist du los, nachdem du alles fertig hattest und dich geputzt hast und gesagt hast, schüttel, schüttel. Ja. Jetzt gucke ich doch mal da draußen. Mhm. So, dann geht man aber in unserem Alter, ich sage jetzt immer uns, weil ich mir das nicht vorstelle, wie würde ich damit umgehen? So die ersten Wallungen sind da, man hat mal vor dem Spiegel, ist mal ein bisschen rumgehüpft, so ungefähr so und denkt, oh Gott, will man wirklich noch mal raus und irgendjemandem das alles zeigen? Ja, das ist mein größtes Problem. Aber soll ich dir sagen, ich würde nicht sagen, hör zu, wir binden jetzt erstmal die Augen zu. Also, warte, das wäre jetzt mein Arm. Willst du immer noch bleiben? Das wäre da,
ihr wisst, was ich ein bisschen meine. Na weißt klar, auch, was ich aber mein. Weißt du was? Auf der Gegenseite wird das Material ja auch nicht besser. Das muss man auch mal sagen. Das stimmt natürlich. Also so, das ist ja ein Gleichgewicht des Schreckens. Ja, so. Also, man könnte sich hinsetzen und sagen, esst du einen Arm und dann der andere. Jeder darf immer, man fängt mit dem Positiven an und bis man wirklich beim Rotz am Schluss ankommt und sagt, und jetzt ich finde auch, zeige ich dir so, meine Beine hinten. Ja, so. Also ich will ja auch nicht bei Germany's Next Topmodel ein Foto kriegen, verstehst du? Es geht ja darum, einen Kerl in einem ähnlichen Alter zu finden, mit dem man gemeinsam Spaß haben kann. Aber die Kerle im ähnlichen Alter, sprich 52, 54, die sind natürlich, wenn sie dann klug und begehrt sind und dann... Sind dann denken sie, mir steht eine 27-Jährige zu. Ja, zu. Naja, genau. Ist ja ein bisschen so. Wenn die denn noch gut in Schuss sind und so weiter. Ja, aber die gucken sich ja dann um, weil der gemeine 55-Jährige will ja letztlich auch nur schön einen Wein abends trinken, da sitzen, eine schöne Unterhaltung führen. Der möchte auch nicht im Club stehen und ständig neue Louis Vuitton-Taschen kaufen für eine 27-Jährige, weil das ist ja der Preis. Das muss man ja sagen. Und es ist ja so... Der 55-jährige Klempner hat ja selten eine 27-jährige Freundin. Ja, das ist sehr, sehr auffällig. Das ist ja ein bisschen auffällig. Ist es denn so, es wird ja immer gesagt, ja, wenn es gerade um Sex geht, dass gerade im hohen Alter Leute immer behaupten, natürlich, wir haben Sex, das ist uns sehr, sehr wichtig. glaubst du das eigentlich alles? Nein. Ich glaube das ja immer gar nicht. Ich glaube es überhaupt nicht. Wirklich mal Schluss sein. Ich glaube, dass gelogen wird, was die Frequenz des Sexes angeht. Das glaube ich auch. Weil die Leute sagen immer laut Umfragen, aber welchen Mann kannst du auf der Straße fragen, wenn du sagst, wie oft haben sie die Woche Sex, dann sagt der doch nicht, ich kann mich an das letzte Mal nicht erinnern. Ich habe schon lange keinen Sex mehr. Ja, so, der sagt doch 3-4 Mal. Ja. So. Und das sagen die alle? Die sagen immer alle einmal die Woche. Wisst ihr nicht, wie oft einmal die Woche ist, wenn du 30 Jahre zusammen bist? Wie oft ist einmal die Woche, wenn du deine... Habt ihr einmal die Woche Sex, Jungs? Kein Mensch hat in eurem Alter noch einmal. Und abends. So, fertig gelogen, fertig. Ich habe viele Angebote von jungen Männern gehabt, erstaunlicherweise. Ja, warum eigentlich? Würde mich mal interessieren. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich hatte mich nicht so raus. Ich hatte einen 24-Jährigen, der mir geschrieben hat. Der hat geschrieben, ich bin Bäcker. Das fand ich super interessant. Früh raus, ne? Weißt du, was ich daran super fand? In meinen Gedanken habe ich schon über der Backstube gewohnt. Oh. Und jeden Morgen, weißt du, könnte ich mich aus diesen herrlichen Sachen und schon dieser Geruch, fantastisch. Ja, aber so, und dann hat er gesagt, er wäre nachts nie oben bei dir, sondern unten in der Backstube. Und er wäre auch abends um 11 nicht mehr mit dir vor und würde Dschungelcamp gucken, sondern der würde schon schlafen dann. Ja. Aber in der kurzen Zeit würde er Beachtliches vielleicht leisten. Aber jedenfalls hat er dann geschrieben, ist ja ein junger Mann. Jedenfalls hat er dann geschrieben, dass er das, was er alles mit mir machen würde. Und dann habe ich gesagt, mein lieber Freund, ich würde gerne mal deine Mutter sprechen, die wahrscheinlich jünger ist als ich. Naja. Und ich finde das auch seltsam. Ich möchte niemanden... Ich finde so einen Altersabstand merkwürdig, der so 30 Jahre, weil ich will dem ja kein Referat mehr schreiben. Weißt du, so, ich will auch nicht erklären, wer die Beatles sind. Du hast ja alles gemacht, du hast Anzeigen aufgegeben und so weiter. Warst du auch bei Tinder? Nee, Tinder war mehr, habe ich gedacht, ist nicht altersadäquat. Ist auch für junge Leute, ist auch ein Fickportal, muss man ja auch sagen. Ja. Also wirklich. Ich war bei Parships, ich muss sagen, es war für ein Buch. Es war jetzt nicht alles pure Verzweiflung. Ja. Ich war bei Parship und habe mir angeguckt und hatte auch so Kontaktanzeigen. Und das, was ich getroffen habe, war schon, sagen wir mal, meine Mutter würde sagen, sehr gemischt. Es war auch sehr schlimm zum Teil. Und du bist immer hingegangen, alle, die geschrieben haben. Nee, nicht mit alle. Bild, nicht haben alle mit alle. Bild. Nee, aber so die du kriegst schon ein Bild und dann wundert man sich auch, haben die keine Freunde, die ihnen sagen, Gott, was ist das für ein schlimmes Bild? Ja, schon mal schlecht. Da geht's schon los. Und dann gibt's Leute, die triffst du und dann kommst du hin und denkst, ja, sag mal, hat der über Nacht 30 Kilo zugenommen, ist 20 Zentimeter geschrumpft? Und dann habe ich einmal mir auch mich gewagt zu sagen, Entschuldigung, aber... Stimmt, also ich meine, der war so groß, der hätte hier unten drunter durchgehen können. So, und der war vorher, hat er gesagt, er ist 1,80, hatte total fettige Haare. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, also da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Du hast irgendwie in dem Buch auch geschrieben, dass du ständig so Pimmelbilder auch geschickt bekommst. Unaufgefordert. Und was soll das? Was ist die Erwartung ist, dass du den Brief aufmachst und sagst, oh mein Gott, ein Penis. Ja. Oh Gott, ist das so schön. Ist so unheimlich schön, der Penis. Oder was ist denn der Grund? Du hast mir gerade Eierschalen gezeigt. Aber das war ein kleiner Gag. Ein visueller Gag war das. Eierschalen. Es ist mir rätselhaft. Ich hab wirklich einige Penisbilder bekommen und dann habe ich das Freundinnen erzählt, haben die gesagt, haben wir auch.
Wir hätten so ein richtiges Panini-Sammelalbum machen können. Ja, mit diesen ganzen Bildern. Nee, oder so Quartettspiel. Und es war wirklich nur einer dabei, wo ich gesagt hätte, den hätte ich vielleicht auch verschickt. Aber die anderen waren so, dass man denkt, es ist einfach. Und man denkt, oh Gott, was für ein Penis. Und man zeigt ja den auch überall rum. Nein, und ich alle meine, Freundinnen haben den ja, gesehen. So, und du sitzt ja auch irgendwo und bist ja wahrscheinlich nicht in der Situation, wo du sagst, oh, jetzt würde ich gerne mal einen schönen Penis angucken. Ja. Sondern du, wahrscheinlich passt es ja auch gerade nicht. Man erschreckt oder irgendwas ist schrecklich. Was sind denn eigentlich heute so die Anmach-Evergreens? Also das, was schon vor 30 Jahren in Kontaktanzeigen war, was immer bleibt. Angeberei. Mhm. Also so Status. Ich segle gerne, spiele Golf, fahre mit meinem Cabrio. Und das Bild und an der Yacht, so, okay, auf so einem Steg, das Bild dann noch so auf so einem Steg mit so weißen... Es gibt unheimlich viele Bilder von Männern im Marathonleibchen, auf Rennrädern. Man denkt, die ganze Welt läuft Marathon, fährt Rennrad. Immer sportliche Bilder. So. Das finde ich lustig. Ja, ich finde es auch lustig. Ja. Das finde ich ganz lustig. Ich habe aufgeschrieben oder Fragen aufgeschrieben. Ja, sehr gut. Und ihr müsst beide immer sagen, noch würdet ihr, seid ihr dafür zu alt oder nicht? Duckface-Selfies. Das ist bei Männern wahrscheinlich ähnlich so. Hast du das schon mal gemacht? So von oben so? Meine Tochter sagt, ich mache die schlechtesten Selfies aller Zeiten. Ich bin wirklich zu doof dazu. Ich habe dann immer... Ich kapiere nie, wo die Kamera dann ist und dann sind die Augen da. Ja, ja. So, und dann so merke ich, dass der ganze Hals völlig verrunzelt ist und so, weil man den Kopf dann auch noch dreht. Nein. Ja, ich habe so ein großes Handy, weil ich da die Schrift größer machen kann. Ich habe auch ein sehr großes Handy. Und dann kann Handy. Man immer gar nicht das so halten und es ist, das Handy ist einfach auch zu groß dafür. Ich bin dafür. Nicht gut im Selfie Ich auch machen. Nicht. Nein. Aber Mädels, mal ganz ehrlich, wie würdet ihr, macht ihr einmal für uns das Duckface? Ja, das ist es doch. Guck mal. Genau, das können wir auch. Ich finde, warte. Das machen wir direkt. Das machen wir direkt da rein. Okay, also. Okay. Hast du mich an? Stimme höher. Hast du mich an? So. So. Also nicht runter damit der Hals nicht, sondern oben, ne? So, seid ihr? Und bei drei. Und jetzt? Noch eins? Okay, einer hätte eigentlich noch so einen Daumen drauf, so einen Daumen. Oder so. Guck mal. Das muss man hier... Ganz schön, mal. Man hat doch... Und was macht man damit, wenn man tot ist? Man weiß es nicht, ne? Vorher löschen, das oder? Das ist geht schon. Das geht schon Richtung Sondermüll. Aber ja, wo bleibt der ganze Scheiß? Ja, vor allem, also das ist ein aber tolles Souvenir. Aber das ist ein Souvenir, ganz schönes weil, Foto, finde ich. Ja. Susanne, hinter dir ist noch ist das schwarze Loch. Das ist... Ja. Genau, hinter mir kommt die Brustwarze oben so raus. Wenn Ranga das will, dann musst du richtig lachen. Ich merke das. Du kriegst so eine richtig dreckige Lache. Das musst du ihm mitgeben. Ja, das habe ich ja alles. Das kann er als Johanneskraut für zu Hause nehmen. Ja. Stimmungsaufhellend. Ja. Aber mir ging es halt genauso. Ich musste auch so lachen, als ich das gesehen habe. Ich frage weiter. Ja. Könnten wir noch losziehen zum Komasaufen? Macht man nicht mehr in unserem Alter, die, ne? Doch, man könnte losziehen, aber es würde nicht so lange dauern. Ja, ja, stimmt. Bei dir auch nicht, du verträgst es auch nicht mehr so gut. Bei mir, also ich, mein Vater würde sagen, da ist sie billig in der Haltung. Also da ist, ich brauche gar keine Flatrate. Ja. Hier gibst du zwei Getränke genau. Und da ist es sehr schwierig. Verstehe. Ja.